Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem FOB-Guide. Ich will euch heute zeigen, wie ihr eure FOB managt. Das heißt, wie ihr angreift, wie ihr verteidigt, was ihr in den Sicherheitseinstellungen beachten müsst und auch sonst die Grundlagen von FOB. Am Anfang kann das alles sehr schwer und kompliziert sein, ist es aber eigentlich gar nicht. Okay, wir fangen an mit, was ist eine FOB? FOB steht für Forward Operating Base. Und ihr schaltet eine im Laufe des Spiels frei. Macht einfach die Hauptmission und ihr bekommt früher oder später eure FOB automatisch freigeschaltet. Die findet ihr hier unter Basiseinrichtungen, wo ihr eure Motherbase findet, direkt nebenan FOB 1. Ihr könnt auch mehrere FOBs haben, allerdings kostet jede weitere echt Geld. Das solltet ihr dann wissen, ob ihr das braucht oder nicht. Meiner Meinung nach reicht aber eine FOB auf jeden Fall aus. Okay, das erste, was ihr tun solltet, wenn ihr eure FOB habt, ist bei Nebenmissionen Mission 7, 8, 9 und 10 machen. Damit schaltet ihr in der Entwicklung unter Sicherheitsgeräte den Sensor, den Diebstahlschutz, die Überwachungskamera und die Drohne frei. Diese solltet ihr auf jeden Fall sofort entwickeln. Wenn ihr wollt, könnt ihr dann auch noch die Rauchdrohne entwickeln. Die verbessert einfach nur eure normale Drohne, damit die Rauch schießen kann. Also ich habe sie nicht gemacht, weil ich die normale Drohne ziemlich stark finde. Und ja. Okay. Also was kann eure FOB? FOB ist im Grunde das gleiche wie eure Motherbase. Ihr könnt ganz normal eure Plattformen ausbauen. Erhöht somit euer Personallimit. Also ihr könnt mehr Personal engagieren. Was euch dann Entwicklungen freischaltet oder eure Ressourcenverarbeitung verbessert. Je nach Plattform. FOB und Motherbase unterscheiden sich nur in zwei Dinge. Erstens natürlich, ihr könnt angegriffen werden und ihr könnt andere FOBs angreifen, was bei der Motherbase nicht funktioniert. Und das zweite ist die Ressourcenverarbeitung. Wenn ihr in eurer Motherbase die Basisentwicklungsplattform ausbaut, beschafft diese euch regelmäßig Ressourcen. Eure FOB macht genau das gleiche, allerdings mit Online-Ressourcen. Wenn ihr in euren Ressourcen mal nachschaut, dort findet ihr verarbeitete Materialien. Das sind Materialien, die ihr sofort benutzen könnt. Und unter nicht verarbeiteten Materialien findet ihr alle Materialien, die ihr besitzt, die aber noch verarbeitet werden müssen. Hier bei biologischem Material habe ich 103.000, davon 321 in meiner Motherbase und 103.000 auf meiner FOB. Das liegt daran, dass ich zurzeit nur Multiplayer spiele und deshalb auch nur Online-Ressourcen besitze. Wenn ihr wirklich effizient sein wollt, beschafft euch Singleplayer-Ressourcen sowie Multiplayer-Ressourcen. Nur so könnt ihr wirklich effizient sein. Das sind die einzigen zwei Sachen, die Motherbase von der FOB unterscheiden. Ansonsten sind die genau gleich. Okay, kommen wir zu den Grundlagen, und zwar das erste. Die ersten Plattformen, die ihr ausbauen solltet auf eurer FOB, sind die Basisentwicklungsplattform und die Kommandoplattform. Die Basisentwicklungsplattform, weil, wie gesagt, sie beschafft euch regelmäßig Materialien und sie verarbeitet eure Materialien. Umso mehr Plattformen ihr besitzt, umso schneller werden eure Ressourcen verarbeitet. Das heißt, ihr bekommt mehr Ressourcen rein, verarbeitet diese schneller und könnt somit auch schneller neue Plattformen bauen. Und dann noch die Kommandoplattform. Einfach weil diese beiden Plattformen auch mit zu den meist angegriffenen Plattformen gehören. Und umso mehr die ausgebaut sind, umso besser werden sie auch verteidigt. Das seht ihr hier ganz einfach. Sagen wir, ein Gegner greift euch an. Ich habe hier in der Basisentwicklungsplattform 3 von 4. Das heißt, der Gegner startet auf der letzten Plattform. Der Gegner startet immer auf der letzten Plattform. Und der muss sich durch alle Entwicklungsplattformen durchkämpfen, um die Hauptplattform zu erreichen. Dort ist dann die Tür, an der ihr das Spiel gewinnen könnt.
wenn ihr auch nur eine Plattform habt, spawnt der Gegner auf der Plattform, auf der sich auch die Tür befindet. Also entwickelt eure Plattform schnell aus. Und die Ressourcen findet ihr auch noch, sobald ihr die FOB freigeschaltet habt, Atomwaffen. Um eine Atomwaffe zu bauen, kostet erstmal einen Haufen Geld und Ressourcen. Und wenn ihr eine baut, bekommt ihr Dämonenpunkte. Die werden euch nirgendwo angezeigt, aber es gibt sie auf jeden Fall. Wenn ihr ein paar Atombomben gebaut habt, solltet ihr schon bemerken, dass der Splitter an eurem Kopf wächst. Und vielleicht seid ihr auch schon voll mit Blut. Wenn ihr genügend gebaut habt, ist der Splitter an eurem Kopf extrem lang wie ein Horn. Und euer Charakter sollte voller Blut sein, das auch nicht mehr abwaschbar ist. Ihr könnt so oft duschen, wie ihr wollt, das geht nicht mehr weg. Und das Einzige, was euch eine Atomwaffe bringt, sie dient als Abschreckungseffekt. Das heißt, alle Spieler, die unter 150.000 Heroismuspunkte haben, können euch nicht mehr angreifen. Was aber meiner Meinung nach Schwachsinn ist, weil 150.000 Punkte sind wirklich nicht schwer zu erreichen. Was ihr allerdings machen könnt, wenn ihr eine Atombombe wollt, aber sie nicht kaufen wollt, ihr könnt sie von anderen Charakteren stehlen. Ihr braucht dazu lediglich 150.000 Heroismuspunkte und könnt dann anderen Charakteren ihre Atomwaffen stehlen. Atomwaffen findet ihr immer auf der Kommandoplattform. Wenn ihr dann welche gestohlen habt, dauert es ein paar Stunden, bis die auch wirklich hier ankommen bei euch. Was ihr dann machen könnt, ist sie natürlich behalten als Abschreckung oder ihr recycelt sie, was euch Heroismuspunkte bringt. Kostet allerdings auch nochmal 100.000. Okay, das war's zu den Atombomben. Kommen wir als nächstes zu den Sicherheitseinstellungen. Anfangs ist egal, wo ihr raufklickt, klickt einfach drauf, geht auf Grundeinstellungen und wählt die am höchsten aus. Das kostet zwar eine Menge Geld, aber es bringt auch eine Menge. Das ist die Grundhaltung, die eure Soldaten einnehmen. Das heißt, umso höher ihr das macht, umso schneller schalten sie Alarm. Das machen wir auf allen Plattformen aller FOBs anwenden. Ganz wichtig. Als nächstes könnt ihr wieder irgendeine anklicken. Geht auf erweiterte Einstellungen, alle Decks. Hier bei Waffentyp habt ihr die Wahl zwischen tödlich und nicht tödlich. Wie ihr das machen wollt, bleibt euch überlassen. Tödlich ist klar, ihr versucht eure Männer versuchen den Angreifer zu töten. Nicht tödlich versuchen eure Männer den Angreifer zu betäuben mit Betäubungswaffen. Wenn sie ihn dann betäubt haben, laufen sie hin und versuchen ihn mit dem Fulton rauszuholen. Das Problem bei nicht tödlich ist allerdings meiner Meinung nach, wenn eure Männer es schaffen, den Gegner zu betäuben, die Zeit, die sie zum Hinlaufen und um ihn zu extrahieren brauchen, reicht für den Gegner meistens aus, um wieder aufzustehen und wegzulaufen. Also nehmt auf jeden Fall tödlich. Hier bei Wachenrang könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Wenn ihr eure guten Männer nicht verlieren wollt, nehmt E, D, B, C, B, A. Ich nehme immer A+. Ganz einfach aus dem Grund, umso besser eure Männer sind, umso leichter entdecken sie auch Gegner. Und umso besser sind natürlich die Männer auch qualifiziert. Umso schwerer wird es für den Gegner. Wenn ihr, sagen wir, E-Leute habt, wird es für den Gegner extrem leicht, an denen vorbeizukommen. Man kann quasi in der Hocke an denen vorbeilaufen und die merken es nicht. Bei S-Plus-Leuten wird das verdammt schwer. Die sehen euch meistens schon aus einer riesen Entfernung. Es lohnt sich einfach hier, ein paar gute Männer hinzustellen, anstatt nur die schlechten. Wer Angst hat, seine Leute zu verlieren, es ist eigentlich Quatsch, weil ihr bekommt, wenn ihr Multiplayer spielt, bekommt ihr massig Leute. Darunter auch legendäre Leute, S-Plus-Leute, A-Plus-Leute, ohne Ende. Also ihr verliert wirklich weniger, wie ihr bekommt. Und ihr bekommt auch immer wieder die Chance, wenn ein Gegner euch invaded hat und euch ein paar Leute geklaut habt, habt ihr immer die Chance, einen Gegenangriff zu starten und euch die Leute wieder zurückzuholen. Okay, hier bei Ausrüstung und Sicherheitsgeräte gilt einfach, je höher, desto besser. Wenn ihr 1 wählt,
Also gesagt, ihr habt in eurer Entwicklung ja diese Waffen mit, wo dabei steht, kann vom Sicherheitspersonal angewendet werden. Wenn ihr hier eins wählt, benutzen eure Leute die schlechtmöglichste Ausrüstung, die sie finden können. Das heißt, sie nehmen eine normale Rüstung, kein Helm, wahrscheinlich dann eine Schrotflinte oder so. Und bei 5 die bestmöglichste Ausrüstung, die verfügbar ist. Das heißt, eure Männer tragen jetzt auch Sturmhauben, können keine Kopfschüsse mehr bekommen, holen die bestmöglichen Waffen, die sie finden können. Bei Reichweitentyp lasst ihr erstmal mittlere Distanz. Hier bei Wachen, Infrarotsensoren, Diebstahlsicherung, Kameras, Drohnen, Attrappen, Minen nehmt ihr natürlich das Maximum. Also überall so viel mitnehmen, wie ihr könnt. Dann geht ihr hin und macht auf alle Plattformen aller FOBs anwenden. Okay. Dann könnt ihr, wenn ihr wollt, noch individuell für jede Plattform die Reichweite der Waffen einstellen. Das heißt, auf einer engen Plattform, wie dabei zum Beispiel der Kommando-Plattform, ist ein Reichweitentyp kurze Distanz sinnvoller als ein als lange Distanz. Also nehmt ihr einfach kurze Distanz nur auf dieser Plattform anwenden. Und bei der Basisentwicklung-Plattform, welche eine weitläufige Plattform ist, bei der man viel und weit sehen kann, lohnt sich definitiv lange Distanz. Ja, ihr könnt das individuell für alle Plattformen anwenden. Geht dazu einfach auf eure FOB, fliegt hin und schaut euch jede Plattform individuell an und überlegt euch, was hier wohl am sinnvollsten wäre. Ein Scharfschützengewehr oder doch lieber eine Schrotflinte. Okay, das war's auch schon mit den Sicherheitseinstellungen. Wenn ihr hier ein bisschen Zeit verbringt und alles, wie gesagt, individuell einstellt, habt ihr eine ziemlich gute Chance, eure FOB immer erfolgreich zu verteidigen. Okay, kommen wir jetzt zu der Verteidigung an sich. Wenn ihr offline seid, könnt ihr nur alle 20 Stunden oder alle 24 Stunden einmal angegriffen werden. Das heißt, ihr braucht keine Angst zu haben, wenn ihr mal 3 Tage offline wart, dass euch 1000 Leute angegriffen haben und euch alles geklaut haben. Nein, ihr könnt pro Tag nur einmal angegriffen werden. Also macht euch darüber keine Sorgen. Wenn ihr online seid und werdet angegriffen, könnt ihr zur Verteidigung eilen. Sagen wir, eure Kommandoplattform wird angegriffen, eure Basisentwicklungsplattform wird angegriffen. Das heißt, der Gegner startet immer auf der letzten Plattform, egal bei welcher Plattform ihr das macht. Also bei der Basisplattform wird der Gegner dann entweder hier unten oder hier rechts oder hier oben starten. Und ihr startet immer bei eurem Kern. Der Ziel des Angreifers ist es, hier auf die Hauptplattform zu kommen und die Tür zu erreichen. Die dem Angreifer und euch in Gelb angezeigt wird. Das Gute ist, als Verteidiger, ihr braucht nicht leise zu sein. Ihr könnt mitnehmen, was ihr wollt. Raketenwerfer, Granatwerfer, Schrotflinten. Ihr braucht keinen Schalldämpfer. Nutzt das und macht extrem viel Balaber. Das Gute hierbei ist noch, ihr wisst, der Gegner muss einen große Entfernung zurücklegen, um überhaupt hier drauf zu kommen. Also eure beste Chance ist, hier zu warten und hier eine Falle zu stellen. Das heißt, ihr wisst, der Gegner muss auf jeden Fall über diese Brücke drüber. Wenn ihr hier links steht oder hier rechts, am besten links, könnt ihr schauen, habt ihr Blick auf die Brücke und unter die Brücke. Also egal, ob er auf der Brücke lang geht oder unter der Brücke lang schleicht, ihr werdet ihn sehen. Und sobald ihr ihn seht, oder einer eurer Männer ihn entdeckt, oder eine Drohne, oder eine Kamera, oder ein Infrarotsensor, was auch immer. Sobald er entdeckt wird, geht Alarm los. Wenn der Alarm losgeht, verschließt sich die Tür. Und der Angreifer kann, solange der Alarm an ist, nicht das Spiel beenden. Also er kann nicht gewinnen. Das heißt für euch, eure beste Chance zu gewinnen ist, den Alarm so oft wie möglich auszulösen. Und der Alarm, sobald er ausgelöst ist, muss der Gegner
sich verstecken und das und dann 2 bis 3 Minuten warten, bis sich der Alarm legt. Solange ihr den Gegner seht, wird der Alarm nie ausgehen und er kann nie gewinnen. Also wenn der Alarm an ist und ihr werdet vielleicht von dem Gegner besiegt, macht euch keine Sorgen, ihr spawnt wieder. Und in der Zeit, die ihr zum Spawn braucht, reicht für den Gegner nicht aus, dass der Alarm ausgeht. Also der Alarm ist wesentlich länger an, als ihr Zeit braucht zum Spawn. Das gilt es einfach auszunutzen und das ist auch ein... Das ist auch wirklich die einzigste Technik, die ihr braucht, um eure FOB erfolgreich zu verteidigen. Es spielt keine Rolle, egal wie oft ihr sterbt, wie viel besser der Gegner ist wie ihr. Solange ihr es schafft, den Alarm anzubehalten, hat der Gegner keine Chance, es zu gewinnen. Er kann machen, was er will. Alles klar, kommen wir nun zum Angriff, wahrscheinlich dem wichtigsten von allem. Hier habt ihr einen, unter Mission habt ihr einen Reiter FOB-Mission. Hier im ersten Bild werden Infiltrationsziele angezeigt, die ungefähr die gleiche Punktzahl haben wie ihr. Ihr könnt da random Leute auswählen und gegen die dann kämpfen. Hier bei eins nach rechts, bei Vergeltungsziele, seht ihr alle, die euch in der letzten Zeit angegriffen haben und könnt einen Vergeltungsschlag gegen die ausführen. Indirekte Vergeltungsziele seht ihr alle, die euch und eure Freunde angegriffen haben und können hier auch vergelten. Atomwaffenziele gibt es noch nichts, doch das kommt bestimmt die Tage erst. Bei Training und Zielbesuchen könnt ihr eure FOB besuchen und dort auch trainieren, um zu schauen, wie gut eure FOB verteidigt ist und alle Leute, die euch unterstützen oder mit euch befreundet sind. Bei Events war leider noch nichts, vielleicht kommt da noch was. Und bei dem letzten seht ihr alle Leute, die bei euch eingedrungen sind und was sie euch geklaut haben auf der rechten Seite. Okay, kommen wir nur zum Angriff. Wenn ihr euch einen Gegner aussucht, seht ihr rechts unten, was es bei dem Gegner alles zu holen gibt. Ihr seht, wie viele Leute er hat, wie viele Ressourcen er hat. Ihr bekommt sogar angezeigt, wenn der Gegner Atombomben hat. Ganz unten rechts unter dem Diamant-Symbol. So, wir nehmen einfach mal einen. Hier sehen wir, er hat 4 von 28 Plattformen ausgebaut und hat eine Sicherheitsstufe von Level 44. Und man sollte dazu sagen, ab Level 30, also Level 30 bis Level 45 ist richtig schwer. Also, das heißt, er hat ein paar A++ oder S-Leute. Seine Leute tragen die besten Rüstungen. Er hat überall Kameras. Es wird extrem schwer. Wenn ihr Anfänger seid und erst noch üben müsst, nehmt euch einen unter Level 20, unter Level 30. Hier Level 24 ist in Ordnung. Hier Level 14, das wäre richtig leichte Beute. Ihr spawnt auf einen dieser drei Punkte. Und die Tür befindet sich einfach in dem Kern, weil er nur eine Plattform hat. Hier hat er 3 Plattformen, das heißt, ihr spawnt hier und müsst euch durch alle 3 durchkämpfen, bis ihr den Kern erreichen könnt. Also, wenn ihr Anfänger seid, achtet darauf, dass der Level niedrig ist und dass die Anzahl der Plattformen niedrig ist. Wie hier zum Beispiel Basisplattform 2 von 4. Level 23, das ist ein recht einfaches Ziel. Das nehmen wir auch. Noch kurz zu den Belohnungen. Unten links seht ihr die Belohnung, die ihr bekommt, wenn ihr erfolgreich seid. Also wenn ihr es schafft, diese Tür zu erreichen. Hier ist es zum Beispiel Nebenmetall, hier ist es Edelmetall, hier einfaches Metall, biologisches Treibstoff. Und diese Ressourcen sind schon verwertete Ressourcen. Also wenn ihr mal Treibstoff braucht, greift einfach auf die Unterstützungsplattform an. Und unten rechts seht ihr, was auf der Plattform, zuerst einmal seht ihr oben rechts, was die Konfiguration dieser Plattform. Er hat eine nicht tödliche Plattform. Ihr seht, wie viele Minen er dort hat, wie viele Leute er dort hat, wie viele Kameras, wie viele Geschütztürme. Und unten rechts seht ihr, was auf dieser Plattform stationiert ist. Wie viele Leute, was für Leute und die Ressourcen. Wenn ihr auf Ressourcen aus seid, invadet immer die Basisentwicklungsplattform. Dort stehen
So viele Container, so viel könnt ihr gar nicht mitnehmen. Okay, wir nehmen auf jeden Fall mal die Plattform. Ich zeige euch. Hier muss ich vorsichtig sein, weil der Gegner hat eine nicht tödliche Combo. Das heißt, die werden mit Betäubungswaffen auf mich schießen. Also auf jeden Fall darauf achten, dass ihr nicht K.O. geht. Hier bei dem bei der LZ-Auswahl kommt es einfach auf euch an, wo ihr lieber startet. Ich starte gerne hier unten oder hier unten und nicht hier, weil er hier auf einer größeren Plattform startet und ihr habt keine Möglichkeit nach links zu gehen. Ihr könnt nur nach rechts gehen. Ich wähle mal den aus. Heading to FOB. Ja, zu den Waffen gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Nehmt mit, was ihr wollt, was euch am liebsten gefällt. Ich kann euch ein paar Tipps geben, und zwar an der Hauptwaffe nehmt auf jeden Fall eine Betäubungswaffe mit. Wenn ihr noch keine habt, reicht auch ein normales Maschinengewehr. Ihr solltet auf jeden Fall aber einen Schalldämpfer drauf haben. Hier bei der Rückenauswahl, ich kann euch nur hier dieses Gewehr empfehlen. Die AMMRS 71 Rifle. Das ist ein halbautomatisches Scharfschützengewehr. Das Gute an der Waffe ist, wenn ihr einen Angreifer, also wenn ihr einen richtigen Spieler damit anschießt, fliegt er sofort auf den Boden. Das heißt, ein Treffer und der Typ liegt auf dem Boden und ihr könnt dann mit Betäubungswaffen auf ihn schießen oder ihn einfach mit dieser Waffe auch finishen. Und das gleiche gilt auch für die CPU-Spieler auf der Base. Wenn ihr mal in eine Situation kommt, wo ihr vielleicht mit eurer Betäubungswaffe keinen Kopfschuss hinbekommt, holt diese Waffe raus und schießt einfach, egal wo ihr hinschießt, ob es der Fuß ist oder der Arm ist, der Typ liegt auf dem Boden. Er kann keine Hilfe mehr rufen, nichts mehr. Er liegt einfach nur noch auf dem Boden und verblutet langsam. Dazu gesagt sollte allerdings sein, wenn ihr einen Gegner verwundet, dauert es ungefähr eine Minute, bis er stirbt. Wenn er stirbt, bekommt ihr Minuspunkte im Heroismus. Und Leute, ihr wisst ja, das sind auch Diamond Dogs. Von daher, ein toter Soldat bringt keinem was. Also wenn ihr einen anschießt, versucht ihn zu retten und mitzunehmen. Klar, ab und zu lasst es sich nicht vermeiden, dass mal einer stirbt. Das kommt vor, aber versucht es zu vermeiden. Okay, Nebenwaffen. Nehmt eure Wu-Pistole, die Betäubungspistole oder wie ich, das Betäubungs-SMG. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Zu den Unterstützungswaffen. Natrappe ist auf jeden Fall gut. Rauchgranaten sind Gold wert, Betäubungsgranaten und Schlafgranaten. Alles andere könnt ihr ausprobieren und einfach mal damit mit ein bisschen rumprobieren. Jede Unterstützungswaffe hat einen verdienten Platz, finde ich. Also sie sind alle zu benutzen. Ich bin schon in Minering ich hatte schon Gegner, die haben mir überall Claymores hingelegt, haben mir damit das Leben schwer gemacht. Ich hatte schon Gegner, die haben überall Fallen ausgelegt mit C4 und mit Betäubungsminen. Also das hier ist das, was für mich funktioniert. Ihr müsst selber rausfinden, was für euch funktioniert. Bei Gegenstände, und nehmt auf jeden Fall das Nachtsichtgerät mit. Ich mag es nicht so, wegen der Erwähnung der komischen Farbe. Aber es ist auf jeden Fall sehr gut, weil man sieht extrem viel mehr wie sonst. Ja, man sieht auch Kameras, Drohnen viel besser. Vor allen Dingen, wenn irgendwo eine Rauchgranate liegt, auf jeden Fall das Nachtsichtgerät mitnehmen. Karton zum Trollen anderer Spieler und einfach ein bisschen Spaß zu haben, immer gut. Und hier ein Geheimtipp, Noctocyanin. Wenn ihr diese Pille einschmeißt, seht ihr ungefähr eine Minute lang alle Gegner um euch rum. Man sieht die dann so weiß schimmern, man sieht die auch durch Wände und so. Also auf jeden Fall mitnehmen, auf jeden Fall mitnehmen. In Ordnung. Bei Charakter könnt ihr nehmen, wen ihr wollt. Ich nehme immer meinen selbstgemachten Clown hier. Man sollte allerdings beachten, wenn ihr mit diesen zwei Männern verliert oder Leute tötet, bekommt ihr eine Menge Heroismus abgezogen. Mit diesen normalen Soldaten bekommt ihr keinen Heroismus abgezogen. Oder besser gesagt, nicht zu viel. Und dazu sollte man auch noch sagen, hier oben rechts seht ihr Personalrangbonus. Hier ist es 1,00. Wenn ihr einen schlechten Soldat nehmt, verdoppelt sich der Bonus. Das heißt, ihr bekommt doppelt Punkte. Wenn ihr also wirklich effizient spielen wollt, nehmt hier ganz unten einen miesen Soldaten und schafft das mit ihm. Dann bekommt ihr doppelte Punktzahl. Ich nehme immer meinen selbstgemachten, weil mir das nicht so wichtig ist. Hier bei
Uniform gibt es eigentlich wirklich nur zwei Sachen, die ihr nehmen könnt. Den Kampfanzug oder den Schleichanzug. Was ihr lieber wollt, bleibt euch überlassen. Mit dem Schleichanzug, das Gute am Schleichanzug ist, man kann durch Nachtsichtgeräte nicht mehr entdeckt werden. Das Gute am Kampfanzug ist, ihr haltet mehr aus. Also je nachdem, was ihr macht, schleicht ihr lieber oder kämpft ihr lieber, könnt ihr dann zwischen den beiden wählen. Ich wechsle immer mal wieder gerne. Probier's mal mit dem Schleichanzug, probier's mal mit dem Kampfanzug. Für diese Mission nehme ich auf jeden Fall den Kampfanzug, weil ich will euch nicht nur Schleichen zeigen, ich will euch auch ein bisschen die Waffen zeigen und was passiert, wenn der Alarm angeht. Also wir nehmen das Ganze mal so. Kopfoption, ich habe immer das Bandana. Endlos Bandana könnt ihr nicht anziehen. Geht in FOBs nicht. Ihr könnt auch nichts nehmen. Also das Bandana bringt wirklich nichts, glaube ich. Okay, das war's. Dann starten wir die Mission. Startet immer abends. Das schränkt die Sicht noch ein wenig ein. Und los geht's. Successfully sneak your way into the heart of the rival PF's FOV, and you can capture staff from them. I'll be looking forward to meeting the new recruits, boss. Okay, Leute, das erste, was ihr hier tun könnt, ist mit dem Fernglas schon mal ein paar Gegner markieren. Ich muss zugeben, ich mache das nie. Aber für den Anfang ist das auf jeden Fall ein guter Tipp. Es macht es euch schon einiges leichter. Hier sehen wir noch eine Drohne. Ja, markier sie bitte. Okay. Wenn ihr bereit seid, geht auf die Plattform. Be careful down there, boss. Und bahnt euch erstmal euren Weg nach oben. Hierbei achtet auf den Sound, ob ihr irgendwo Drohnen fliegen hört oder eine Kamera schwenken hört. Ja, der Sound kann euch viel helfen. Ja, hier sehen wir auch schon die ersten Gegner. Und wie ihr seht, haben die Sturmhauben auf. Das heißt, ihr könnt ihnen keine Headshots geben mit der Betäubungswaffe. Ein guter Trick ist allerdings, die Rüstung an der... Ups, das wollte ich gar nicht. Die Rüstung am Mund ist nicht vorhanden. Das heißt, wenn ihr ihn ans Kinn trefft, könnt ihr sie trotz diesem Helm noch betäuben. Ja, ich zeig das mal an dem guten Kerl. Steht gerade mit dem Rücken zu mir. Jetzt einfach auf den Mund schießen. Dann könnt ihr trotzdem betäuben. Ja, wie gesagt, hier gibt es Container. Ihr könnt alles mitnehmen, was ihr wollt. Solange ihr genug Fultons habt, könnt ihr alles mitnehmen. Dabei ist auch keine Pflicht, dass ihr diesen Wormhole-Upgrade habt. Ein normaler Ballon macht es auch, solange ihr dieses Fracht-Upgrade habt. So, hier haben wir den nächsten Gegner. Wie gesagt, schießt auf den Mund. Auch eine gute Möglichkeit ist der Frosch. Ist die Froschtechnik. Einfach ducken und immer wieder springen. So bleibt ihr möglichst ungesehen. So, wir nehmen hier noch die Container mit. Einfach um euch mal zu zeigen. Beachten solltet ihr hier allerdings, dass euch jeder Container, den ihr mitnimmt, 10.000 GMP kostet. So, wenn ihr dann euren Sammlerdrang befriedigt habt, macht euch auf den Weg zur nächsten Plattform. Nehmt dann immer den unteren Weg. Also immer unter der Brücke durch.
Hier muss man vorsichtig sein, also nicht ungeduldig werden und anfangen zu sprinten. Das kann ganz leicht in die Hose gehen. Okay, ich zeige euch noch einen kleinen Trick. Wenn ihr hier auf der anderen Seite durchgeht, könnt ihr so um die ganze Plattform rumlaufen. Also wenn nicht hier auf der Seite zu viele Gegner sind. Hier muss man aufpassen, hier ist oft eine Kamera. Ihr könnt sie ausschalten. Hier wieder einfach auf das Kind zielen. Okay, das hat nicht so gut funktioniert. Okay, ich muss sie ausschalten. Hier ist auch ein guter Weg. Weil hier kann ich niemanden decken. Außer hier läuft einer. Das seht ihr, wir haben es schon fast geschafft. Ich lasse mich jetzt mal erwischen, um euch zu zeigen, was meine Sniper Rifle kann. So, jetzt ist der Alarm an. Wie ihr seht, diese Leute hier sterben. Sind am Sterben. Also rettet sie. Oh, die schießen mit Betäubungsmunition. Ich sollte auf jeden Fall aufpassen. Oh, betäubt. Ja, so leicht geht das. Verloren. Und ich war kurz vor der Tür. Also wie ihr seht, das war nicht wirklich schwer. Hätte ich mich nicht erwischen lassen, hätte ich das leicht schaffen können. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier die ganze Plattform wirklich von Leuten klären und dann euch die ganzen, in Ruhe, die ganzen Container mitnehmen. Also ihr könnt das wirklich machen, wie ihr wollt. Ist ganz einfach. Ja, hier seht ihr noch, was ihr so als Belohnung bekommt, wie viel der Platz ihr seid im Moment. Und so weiter. Was gibt es noch zu sagen? Ja, als Fazit würde ich auf jeden Fall noch sagen wollen, FOB ist keine Pflicht. Wenn ihr keinen Bock auf Multiplayer habt, könnt ihr einfach die FOB nicht ausbauen oder einfach online, offline spielen. Es lohnt sich aber auf jeden Fall. Ihr bekommt viel mehr, als ihr verliert. Und es macht einen Haufen Spaß. Vor allen Dingen, wenn der Verteidiger kommt, wenn der angegriffene Spieler zur Verteidigung kommt, dann ist das nochmal extrem lustig. Ja, ich hoffe, ich konnte euch alle weiterhelfen und euch FOB ein bisschen näher bringen. Wenn noch Fragen offen sind, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr Videos sehen wollt, wie ich Atombomben stehle oder gegnerische Rivalen besiege oder auch besiegt werde, was auch oft vorkommt, ich bin kein Gott, schaut auf meinem Kanal vorbei, schaut euch die Multiplayer-Videos an. Ich mache auch einen S-Rank-Guide, wo ihr alle Hauptmissionen, wo ich euch zeige, wie ihr alle Hauptmissionen mit S-Rank abschließen könnt, um das coole Raiden-Outfit zu bekommen und andere coole Sachen. Wenn euch das interessiert, schaut auf meinem Kanal vorbei. Mein Kanal ist noch ziemlich jung. Ich habe noch nicht sehr viele Abonnenten und ich freue mich wirklich über jeden weiteren. Also Leute, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Viel Glück beim Multiplayer und bis zum nächsten Mal.